Hier stehe ich neben einem wärmedämmenden Feuerschutzabschluss textiler Bauart. Eine klassische Alternative zu Feuerschutztoren und Türen. Der konstruktive Aufbau des Systems ist wie folgt, dass das Gewebe aufgewickelt wird, entsprechend einer Wickelkinematik auf einer Wickelwelle. Diese Wickelwelle befindet sich oben in einem Gehäusekasten, hier mit einer Blende versehen. Seitlich wird das Gewebe geführt in Führungsschienen. Die wärmedämmenden Leistungseigenschaften des Systems erleben wir gleich gemeinsam in unserem Live-Brandcontainer-Versuch. Kurz zur Einführung, warum wir Ihnen das heute vorführen. Der bauliche Brandschutz hat die Aufgabe, Gebäude in Brandschutzsegmente einzuteilen, um im Brandfall die unkontrollierte Ausbreitung der Flammen auf angrenzende Bereiche zu verhindern. Im Falle eines Brandalarms werden notwendige Öffnungen in Decken und Wänden, zum Beispiel Türen, Tore, Flure, Korridore, entsprechend geschlossen. Gerade hierfür bieten textile Systeme vielfältige Lösungen. Für jedes gewerblich genutzte Gebäude gibt es ein Brandschutzkonzept. Entsprechend der Prüf- und Klassifizierungsnormen werden der Raumabschluss in verschiedene Qualitätsmerkmale unterschieden. E für Raumabschluss gewährt über eine Zeitklasse von zum Beispiel 60 oder 90 Minuten. Raumabschluss EW bedeutet die Reduzierung des Strahlungsdurchtritts. Und zuletzt Raumabschluss EI, das heißt Wärmedämmung, sprich die Isolation. In dem heutigen Brandversuch zeigen wir Ihnen die Funktionsfähigkeit der textilen Feuerschutzvorhänge. Warum ist es uns so wichtig, Ihnen dieses heute noch mal fortzuführen? Wir müssen weiterhin noch Überzeugungsarbeit leisten, da wir oft einer gewissen Skepsis noch begegnen. Wie kann ein so dünnes Gewebe des Feuerschutzvorhanges standhalten dem Feuer und zudem gleichzeitig noch eine Wärmedämmung erzeugen? Wie das zum Beispiel bei einer Brandschutztür oder einem Brandschutztor ist. Wir machen Brandschutz heute erlebbar, hautnah für Sie zum Anfassen. Ich demonstriere es Ihnen. Wir haben hier einen Container brandschutztechnisch ertüchtigt, indem wir eine Brandlast im Container erzeugt haben. In diesem Container hat das Feuer eine Temperatur in diesem Falle von ca. 700 Grad. Im Falle einer Brandprüfung müssen unsere Systeme jedoch 1100 Grad widerstehen. In dem Falle haben wir an der Längsseite des Containers einen Ausschnitt und haben diese Öffnung mit unserem wärmedämmenden Gewebe verschlossen. Der Brandherd ist direkt hinter dem Gewebe, das heißt, es ist direkt der Flammenwirkung ausgesetzt. Ich bedauere, dass Sie momentan leider das nicht erleben können, was ich gerade spüre. Ich bin auf der Höhe des Containerblechs und es kommt mir eine enorme Hitzebelastung entgegen. Ich bin froh über den Abstand, den ich hierzu habe. Gehe ich weiter an der Längsseite des Containers Richtung zu der Öffnung, die wir mit dem wärmedämmenden Gewebe verschlossen haben, merke ich, dass es eine Wärme, keine Hitze entsteht, so dass ich ohne weiteres die Hände auflegen kann. Abschließend wünsche ich mir, dass ich Ihnen deutlich die Temperaturunterscheidung zwischen der Containerblechwand und dem wärmedämmenden Feuerschutzgewebe gut und auch spürbar herüberbringen konnte. Ich freue mich, bei den künftigen Präsenzveranstaltungen Sie bei einer der vielen Live-Container-Brandversuche auch persönlich begrüßen zu dürfen.